Ich freue mich sehr, dass du mal wieder dabei bist. Heute spielen wir eine neue Runde What's My Value Bundesliga Edition. Gerne mal in die Kommentare, welche Edition dir du als nächstes wünschst. Es gibt ja alle möglichen Ligen und das Spiel ist relativ einfach. Da sitze ich schon mal schlecht. Wir machen mich mal ein bisschen kleiner. Es ist relativ einfach. Wir haben zwei Bundesligaspiele, Spiel leer. Und wir müssen jetzt überlegen, welcher hat den höheren Marktwert? Sagen wir also, Anton Stach hat einen höheren Marktwert als 4 Millionen oder einen geringeren. Ich sage, der hat einen höheren. Hab natürlich recht, Stach ist relativ offensichtlich jetzt gewesen. Und weiter geht es. Und so weiter, also wie higher, lower halt. Ihr kennt das ja. Und dann immer mal so ein bisschen zwischendurch meine Meinung dabei. Kerim Demirbay, der ist vor ein paar Jahren ja von der TSG aus Hoffenheim gekommen nach Leverkusen. Ich glaube, was waren es? 30 oder 37 Millionen? Irgendwie sowas ist mittlerweile weniger wert. Ja, okay, gut. Da war ich relativ sicher, weil ich hatte mich relativ lange damit beschäftigt, wie der momentan marktwerttechnisch ist, weil der war jetzt im Winter, war der im Gespräch mit der Hertha. Und ich dachte mir so, ah, das wäre schon irgendwie ein guter Transfer, wenn ich ganz ehrlich bin. Florian Neuhaus dagegen ist natürlich mehr wert. Das ist auch relativ einfach zu wissen. Elias Skiri wird im Sommer jetzt ablösefrei zu bekommen sein. Verschiedenste Mannschaften sind oder waren im Gespräch. Unter anderem ja Frankfurt mal kurzzeitig. Allerdings, wenn Frankfurt jetzt ja Europa vielleicht ja sogar möglicherweise komplett verpassen könnte, auf keinen Fall bei Europa League alleine, glaube ich auch nicht dran. Es müsste schon Champions League sein. Ich sagte, der ist mehr wert. Hätte ich nicht gedacht. Er hatte jetzt auch ein paar schlechte Spiele dabei, aber trotzdem. Okay, Gregor Kobel gegen Linard Kobel. Ja, wahrscheinlich mit auf jeden Fall in den Top 3 der besten Torhüter der Bundesliga. Linard ist natürlich weniger wert. Ich überlege gerade bei Kobel. Also natürlich kannst du immer, egal in welchem Alter, einen Case machen für Manuel. Aber ich würde schon sagen, Kobel ist, glaube ich, der beste Torwart der Bundesliga, oder? Also was der den Bayer, den Dortmundern schon gerettet hat, freudscher Versprecher, muss man sagen. Peter Gulaschi gegen Coman. Gulaschi, ja, was war es? Kreuzbandriss. Die ganze Zeit jetzt schon fällt er aus. Blaswig macht das unfassbar gut bei Leipzig, muss man fairerweise sagen. Das wird ein richtig spannender Kampf in der nächsten Saison. Gulaschi natürlich weniger wert. Der aber trotzdem natürlich ein starker Torwart ist. Lucas Hernandez, auch momentan wieder verletzt leider. Wenn er fit ist, natürlich ein unfassbar starker Spieler, ein unfassbar starker Verteidiger. Aber es zieht sich natürlich so ein bisschen durch. Das war schon bei Atletico Madrid so, dass er sehr häufig verletzt war. Dann für 80 Millionen ja zu den Bayern gekommen. Und es ist natürlich irgendwann auch schwierig, einfach muss man sagen, das Ganze dann noch zu rechtfertigen, auch wenn sie jetzt wohl mit ihm verlängern wollen. Natürlich mehr wert. Aber du hast halt in der Verteidigung, auch okay, Romano Schmid, sorry, Bro. Du hast halt in der Verteidigung mitunter halt auch andere Spieler, wo du sagst, ja, ich meine, ich erinnere mich da mal jetzt ganz, ganz kurz, dass sie so einen so ganz irrelevanten Matthijs de Ligt haben. Ich meine, das ist ja quasi nichts, ne? Reece Oxford ist mehr wert. Ja, auch Pavard hat in der Dreierkette Diabies mehr, in der Dreierkette noch unter Nagelsmann schon echt brilliert. Das ist gemein natürlich. Ich nehme das Ganze hier vor dem Spiel Bayern-Dortmund auf. Bedeutet, vielleicht ist manches jetzt unter Tuchel auch hinfällig. Wir müssen natürlich abwarten. Und ich bin sehr gespannt, wie das Spiel war. Dennis Geiger versus Juke. Oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Ich meine, die Sky-Moderatoren zum Beispiel oder die Zoom-Moderatoren sind sich da ja auch nicht so einig. Ijuk. Whatever. Ich kann dem
vom Marktwert nicht einschätzen, ich sage aber weniger. Okay, hat auf jeden Fall schon viele Chancen diese Saison vergeben. Anderes Schäfer müsste weniger wert sein. Okay, gut. Berlin gegen Berlin. Nicer, nicer. Ryan Grafenberg ist mehr wert. Ja, klar. Es ist halt bei den Bayern meistens relativ einfach. Lukas Höhler ist weniger, 7 Millionen. 5 Millionen sogar nur. Gerassi. Ich weiß nicht, ob er noch verletzt ist, aber er sollte wohl jetzt dann auch wieder kommen, wenn da nichts passiert ist. Ich bin jetzt nicht bei jeder Mannschaft komplett informiert. Aber der könnte für den VfB in Sachen Abstieg noch enorm wichtig werden. Müsste mehr wert sein. Mal schauen, ob man den auch dann längerfristig halten kann und ob der relativ schnell wieder weg ist. Bellingham mittlerweile der teuerste Bully-Spieler. Was waren es? 170 Millionen? Ne, 120. Okay. Never mind. Aber trotzdem. Ja, Thomas Müller weniger wert. Okay. Wir haben übrigens mittlerweile 15 Punkte. Das ist ganz nice. Und jetzt habe ich ein Problem. Buta würde ich sagen weniger. Okay. Krass, mit 6 Millionen habe ich nicht gerechnet. Ich habe schon mit mehr gerechnet. Jobbe Lindström ist mehr wert. Na klar. Jetzt leider schwer verletzt. Und man fragt sich, ob das eventuell gar nicht mehr dazu kommen wird, dass er für die Eintracht spielt. Ich würde behaupten, spätestens nach der Verletzung wäre es für ihn aber sinnvoll, noch mindestens ein Jahr für die Eintracht zu spielen. Ob europäisch oder nicht. Ich glaube, wenn man in der Europa League oder Conference League am Ende spielt, dann hat man wenigstens noch ein kleines bisschen mehr die Chance. Aber als Arnold weniger. Ich glaube, dass sowieso für Frankfurt sehr, sehr schwer wird, in der kommenden Saison erstmal den Kader aufzustellen, weil da einige gehen werden. Ich denke da an Kamada, Gibrissot, Ndika und Co. Benjamin Pavard ist mehr wert, 40, 50, 35, okay, ja gut. Charles Arangis ist 3 Millionen noch. Ja, 3,5. Ist natürlich auch schon etwas älter. Oh, was ist Jens? Ich glaube, der ist 5 Millionen wert, oder? 4, 5 Millionen. Okay, geiler Typ. Geiler Typ. Jetzt bin ich natürlich Schalke-Fan. Wir haben übrigens unseren Rekord geknackt. Ich lasse mich hier raus. Geiler Typ. Also, habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, muss ich sagen. Überhaupt nicht. Dachte am Anfang so, okay, was kommt jetzt? Absolut mega geil. Alleine für den hoffe ich halt, dass wir in der ersten Liga bleiben, weil ich möchte ihn auf Schalke halten. Jan Sommer aber mehr. Was? Ja, ich weiß, Jan Sommer ist schon älter. Das ist mir durchaus bewusst. Aber 5 Millionen fand ich jetzt dann doch. What? Hättet ihr das getippt? Jetzt ganz ehrlich, lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Hättet ihr das getippt? Ich nachweislich ja nicht. Ja, Udokai ist weniger als Tajot natürlich. Luca Kilian dürfte weniger als 10 sein. Okay. Bei Köln bin ich jetzt echt gespannt. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wenn das Video rauskommt, habt ihr ja auch schon wieder jetzt gespielt. Aber ich bin sehr gespannt, ob Köln tatsächlich nochmal unten in den Abstiegskampf reinrutscht oder nicht. Dodi ist mehr wert. Unser kleiner, manchmal chancentot. Mitchell Weiser weniger. Bin auch gespannt, hat der jetzt schon für Algerien gespielt oder nicht, aber er plant's ja. Sebastian Haller ist mehr wert. Ja, ja, komm. Ich hoffe, dass der noch so ein bisschen mehr funken wird. Nee, du bist natürlich... Sorry, Bro. Sorry, aber... Suat. Ja, der ist auch von Regen in die Traufe gekommen. Mainz, ein entspanntes Umfeld. Zu uns am Anfang richtig stark gespielt. Und auch in der Abstiegssaison noch mit als einer der wenigen wirklich was bewegt, aber halt nicht ausreichend. Und vielleicht nicht nur auf dem Platz was bewegt. Und dann zu Hertha gekommen und dann, ja, super. Spielt man auch um Abstieg und wenn ich mir die Trainer anschaue, unter denen, der jetzt so gespielt hat, eieiei. Ja, Suat Serdar, unter anderen Umständen auch eine viel, viel bessere Karriere. Sedia müsste mehr wert sein. Also er hätte auch deutlich mehr, ja.
Der Sektor ist nicht mehr so viel wert, auch wenn er natürlich eine absolute Kölner Legende ist. Jetzt schon. Jude hatten wir 120. Ja, Jannik Keitel ist natürlich mehr wert als die 120. Ganz klar. Was war jetzt schwer? Merck über Richard dürfte mehr wert sein. Bin mal gespannt, die haben eine Kaufoption, ja. Ist ja ursprünglich, also noch in der Türkei unter Vertrag. Oh, verdammt. War es Gala oder Fenner? Oh, ich glaube, es war Fenner, oder? Ich weiß es aber nicht genau. Die haben eine günstigere Kaufklausel. Denke ich, dass sie, also die werden die ziehen. Aber mal schauen, wie lange er dann beim FCA bleibt. Alex Kral ist natürlich weniger wert. Aber ein geiler Typ, muss ich sagen. Habe ich total gerne. Bin da mal gespannt, der ist ja nur für ein Jahr da durch diese UEFA oder FIFA-Regel, UEFA oder FIFA, ich glaube, eins von beidem. Und die könnte verlängert werden. Wird die verlängert, könnte er bei Nicht-Abstieg ja noch eine Saison eventuell bleiben und wäre dann ablösefrei. Und das wäre natürlich spannend. Elas Bibu dürfte mehr wert sein, aber auch nicht viel mehr. Auch einer, wenn der mal eine richtig starke, ach, wenn der mal das Tor häufiger treffen würde. Lukas Klostermann ist noch mehr als 7 Millionen wert, muss man sagen. Hatten wir ja schon 3,5. Let's go. Kingsley war 60 oder 65. Never mind. Auch okay. Ja, Hussein Basic ist weniger wert. Yannick, oh, Jeckel, was ist Jeckel wert? Ist der 5 Millionen? Ich sag nein. 5,5. Der Lucas Hernandez hatten wir ja. Wir machen noch eine Runde. Je nachdem, wie gut es läuft. Joshua Wagnermann, weniger. Jetzt sein Länderspieldebüt gegeben, was ich ehrlicherweise nicht. Also ja, ich gönn's ihm vollkommen, weil ich hätte bessere noch gefunden, meiner Meinung nach, aber auch jetzt nicht schlecht, nicht falsch verstehen, bitte. Aber ich hätte da schon so ein paar andere noch im Kopf gehabt. Rafa Santos Pere müsste mehr wert sein noch. Laidouni dürfte weniger wert sein. Tabsoba ist definitiv 30 Millionen, ja, diese, gut. Swanberg ist weniger. Oh, 5. Million ist gar nicht mal so wenig. Julian Brandt war, glaube ich, so 25 noch. Nee, oh, der ist hochgegangen. Ja, macht aber Sinn. Van de Ven ist weniger. Let's go. Peter Gulaschi war ja 6 Millionen, aber das ist wieder dieses Torwart. War da gut, er ist auch schon älter, verletzt und alles, verstehe ich. Mboku. Oh. Krass. Okay, noch eine Runde. Paolo Ottavio ist weniger wert als Raum. Raum über diese Saison auch noch nicht so wirklich. Oh verdammt, was war Hussein Basic? War das 5 Millionen? Ja, okay, waren 5 Millionen. Gut. Weniger. Nein, das war dumm. Das war dumm. Julian Weigl ist weniger wert. Was? Boah, da würde ich mich streiten drüber. Daud ging Rizzo Doan. Wahrscheinlich ist er noch mehr. Fair. Ich hatte tatsächlich jetzt gedacht, da Geiger ist mehr wert. Ja, gut. Ja, Maxi Arnold war zweistellig. Millionenbereich. Sidia ist weniger. Muss man ja dazu sagen, zweistelliger. Millionenbereich. Martell ist weniger. Definitiv. Aber auch ein spannender Spieler, Sadio Mané. Bis jetzt sein Wechsel war auch gut, aber jetzt noch nicht so krass. Christoph Baumgartner, auch jemand, der potenziell bald die DSG da mal verlässt. Was war nochmal Thomas Müller unter 20? Komm. Ja. Habe ich vergessen schon wieder gehabt, aber richtig. Omar Mamouche weniger, aber auch bei vielen ja gehandelt. Auch bei der Eintracht. Kevin Trapp, da haben wir die Eintracht ist mehr wert. Ich finde 8,5 gar nicht mal so viel, wenn ich ehrlich bin. Benjamin Pavard. Easy.
4, 5 Millionen, ja, okay. Gut geschätzt. Felix Metscher müsste mehr. Auch jetzt ein Länderspieldebüt gegeben. Freut mich irgendwie. Rami Benzebaini im Sommer ablösefrei, wahrscheinlich zum BVB mehr wert. Wäre für den BVB auch wichtig, den zu bekommen. Jobbe Lindström hatte 28. Let's go. Waldemar Anton ist 10 Millionen. Oh, ne, Quatsch. Nein. Warte mal, der war früher mal, glaube ich. Schwäbe müsste mehr haben. Uiuiuiuiui. Luca Toussaint, ist der noch so viel wert? Oh. Ich sag ja. Ja, okay. Gio Reyna, ja, wenn der ein bisschen besseren Körper hätte, also gesundheitlich, dann wäre da auch was ganz anderes. Jakub Kaminski, das Bild ist semi-optimal. Mitchell Bakané. Nee. Da könnte man auch ein Update mal bekommen bei Leverkusen. Julian Weigel hatten aber ja. Wir haben die 21 geknackt. Nice. Christian Günther ist weniger. Und neuer Rekord zum Schluss noch. Perfekt. Leroy ist natürlich mehr. Klar, ob Form der oder nicht. Jonas Hofmann, sorry, Bro. Oh, ich habe mit mehr gerechnet als 13. Arne Meyer ist weniger. Weniger. Jürgen Brandt hat 40, hatten wir ja. Nice, come on. Mario Götze weniger. Aber ich freue mich jedes Mal, den spielen zu sehen, tatsächlich. Keine Ahnung. Rami Khedira ist weniger. Ich freue mich einfach, wenn bei dem läuft. Auch wenn er ein ehemaliger Dortmunder ist. Abdou Diallo. Boah, was ist Bino Gittens? Komm, der muss doch mehr werden. Was? Der ist nur 14. Also nur 14 Millionen wert. Oh, krass. Ah, wir haben 29. Ihr seht das gerade nicht, wartet. 29 Millionen. Also Punkte. Und 14,5 Millionen Marktwert. Ich finde es gar nicht so schlecht. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare. Ups, ihr seht mich noch so klein. Wie deine Meinung dazu ist. Und gerne auch mal natürlich, was du dir sonst noch wünschst. Ich hoffe, dir hat es ein wenig gefallen. Wenn ja, lass es mich einfach wissen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, mach's gut.